Ja, schönen guten Morgen. Fit ist, glaube ich, so eine Sache. Der eine oder andere war, glaube ich, pünktlich im Bett. Der eine oder andere, wo es wieder hell wurde, wie ich hörte. Schauen wir mal, dass wir das Beste um 10 Uhr da rauskriegen. Mein Name ist Fabian Fischer. Ich bin bei Nexoma seit 2018 für die Bereiche Vertrieb, Marketing und Business Development verantwortlich. Ich wurde mitgenommen von unserem Geschäftsführer und Inhaber der Nexoma, Guido Sauerland. Und wir haben uns ein Thema ausgesucht, wo es um einerseits einen unserer Kunden geht. Wir haben noch ein paar andere Kundencases gleich mit dabei, die mussten wir aber leider zensieren, weil die Kunden oder der Kunde keinerlei Informationen darüber rausgeht, weil das Technologie ist, die halt nicht an der Oberfläche ist, die nicht gesehen wird, und da haben sie strenge Policy, dass sie darüber nicht reden dürfen. Aber unser Kunde Hellermann-Teitner hat sich da bereit erklärt, zumindest für einen Bereich oder auch zwei Bereiche da zur Verfügung zu stehen. Und das Ganze, was wir heute mitgeben wollen, sind die Machprinzipien, beziehungsweise die Prinzipien, die sich die Mach Alliance überlegt haben und wie wir das im Produktdatenkontext eingesetzt haben. Spannend, dass das so viele interessiert. Gucken wir mal, ob die Erwartungen erfüllt werden. Ja, ich glaube, dazu muss ich gar nicht mehr sagen. Da, wo der Rutherrad nicht hergeht, da sitzen wir in diesem Türmchen. Uns gibt es seit 2010. Wir beschäftigen uns tagtäglich mit Produktdaten. Also wie kommen Produktdaten in beispielsweise PIM-Systeme rein? Wie kommen sie da raus und wie können sie verteilt werden? Zusätzlich natürlich auch Print-Integrator, sonst dürften wir ja nicht hier sein. Haben zwei eigene Produkte, einmal Supplier Portal und einmal Catalog Express. Das war es jetzt aber letztendlich auch mit dem Werbeblock. Bei uns bezeichnen wir das als Content Supply Chain. Ich glaube, für alle, die hier sind, ist das eigentlich auch klar, ne? Also wir haben irgendwie, oder jeder sollte oder hat irgendwie was mit PIM zu tun, ja? Ob es jetzt die Excel-Liste ist, ja? Oder das, die tatsächliche PIM-Datenbank, ja? Und irgendwie ein ERP-System. Und wenn man Händler ist, hat man eben mit die Herausforderung, mit diversen Lieferanten zusammenzuarbeiten, um die Daten reinzukriegen. Und sowohl Händler als aber auch Hersteller haben eben die Herausforderung, entsprechend Daten so aufzubereiten, dass wir eben auf entsprechenden Marktplätzen, Portalen oder eben bei Kunden in den Shops dann verkaufen können. Genau. Worum geht's? Thema oder Begriff Mach, beziehungsweise Mach Allianz ist bekannt. Wer wahrscheinlich, sonst wären sie nicht hier hingekommen. Sonst, ne? Wieder vergessen. Wieder vergessen, das ist gut. Okay, gut. Also letztendlich ist die Mach-Allianz, also ein Zusammenschluss aus Unternehmen, ja, die sich mit Technologie auseinandersetzen, ja, und letztendlich dort Prinzipien sich überlegt haben, die dafür gut sein sollen, dass sie entsprechend die Unternehmen zukunftsfähig ausrichten sollen oder können, ja, in Richtung der entsprechenden Technologie. Da sind zum Beispiel hier so ein Akeneo mit dabei oder MongoDB oder halt ein Google beziehungsweise eine AWS. Das sind, ich weiß nicht, ich glaube 80 Unternehmen, die sich entweder nach Technologiepartnerschaften oder irgendwie Berater entsprechend dort engagieren. Ganz schön teuer. gelesen, ne, was da dabei ist, und ich finde es auch spannend, dass, wenn man nachher nochmal schaut, was dahinter steckt, was man dafür eine Allianz macht und sich das dann zertifizieren lässt, ist schon sehr spannend. Wir hatten gestern Abend auch ein paar sehr spannende Diskussionen dazu, wo man auch sagt, ja, braucht man das eigentlich? Also die Prinzipien, ja, diese Zertifizierung kann man schon wirklich hinterfragen, aber können wir vielleicht gleich nochmal diskutieren, wie der eine oder andere das hier auch sieht. Genau, also was sind überhaupt die Machprinzipien? Also wir haben jetzt über die Allianz gerade geredet, die Machprinzipien. Also Mach steht für M wie Microservices, A wie APIs, C wie Cloud Native, beziehungsweise H wie Headless, beziehungsweise Headless Architecture. Was es genau ist oder was wir darunter verstehen, da kommen wir gleich zu, weil wir dann auch direkt immer ein Beispiel mit dabei geben, dann wird es auch einfach irgendwie ein bisschen greifbarer, weil ansonsten ist es doch sehr techie-mäßig. Bei Hellermann-Teitner übergehe ich mal an dich. Okay. Kannst du besser machen. Ja, Hellermann-Teitner ist einer unserer ganz langjährigen Kunden, also den, sagen wir, in etwa
knapp 20 Jahre dürfte das schon ein Kunde sein. Also eigentlich länger als die Nexoma gibt. Also der war schon Kunde bei meiner vorigen Firma, den ich dann mitgenommen habe, als ich den Nexoma gegründet habe. Ist ein internationaler Hersteller, also knapp 40 Länder, alles rund um Kabel. Also ich sag mal Kabelbinder, aber dann sind die immer böse, weil die noch ganz viele Technologien drumherum machen und auch nicht nur den trivialen Kabelbinder da haben, sondern auch die Kabelbindermaschinen, mit denen ich halt sehr schnell ganze Kabelbäume auch zusammenzogen kann. Und das ist schon sehr, sehr spannend, was es da alles an Technologien gibt. Ja, und mit denen beschäftigen wir uns ganz viel. Also wir erstellen für die jetzt keine Printkataloge, also für das, was jetzt hier ist, sondern wir erstellen für die im Prinzip die ganzen elektronischen Kataloge, die rausgehen, in die ganzen Länder rausgehen, multilinguale Kataloge, ETIM-Klassifizierung und ähnliches. Das sind Dinge, die wir mit Hellermann Titan machen, mit knapp 80.000 Produkte, die die haben, je nach Land ganz unterschiedliche Sortimente in den verschiedenen Ländern, damit unterschiedliche Daten in den verschiedenen Ländern. Ganz spannend. Und wenn die Kataloge generieren, dann schnell auch mal ganz viel und sehr viel auch auf einmal. Da passiert dann schon einiges auf den Systemen auch. Und daher auch ganz wichtig, was nachher noch so bei den Machtprinzipien so gilt. Uns meckert der Kameramann gleich. Achso, der, genau, wir müssen uns immer hier so aufhalten, haben wir gelernt. Genau. Was sind für Hellermann Titan Herausforderungen von dem, was ich jetzt gerade so berichtet habe, was Hellermann Titan so ist? Es gibt immer mehr kundenindividuelle Anforderungen. Das heißt, einen Katalog rauszugeben, und das ist der gleiche für alle, das funktioniert da schon lange nicht mehr. Ist aber auch ein Grund, warum Hellermann Titan an uns herangetreten ist, gesagt hat, hey, wir brauchen da irgendwie Hilfe. Der Export aus dem PIM-System, der reicht so nicht, sondern wir müssen das für die einzelnen Kunden komplett individualisieren. Das wird immer mehr. Das ist je nach Land unterschiedlich. Klar, das ist bei ETIM schon so, wer sich das ein bisschen ausgehen. Da gibt es schon Landesspezifika. Aber da gibt es Kunden, die halt sagen, hey, bei uns muss das erste Bild eine Freistellungsfahrt haben, sonst schicken wir bitte keine weiteren Bilder. Was für eine Logik das auch immer ist, aber das wird halt umgesetzt. Fertig. Ne? Der Kunde soll bedient werden, der Kunde muss zufrieden sein und soll perfekte Daten bekommen, damit er perfekt verkaufen kann. Genau, das steigt immer mehr. Das heißt, früher war es so, dass dann irgendwie einmal im Jahr vielleicht ein Katalog geschickt worden ist oder nur, wenn der Kunde geschrien hat. Auch das möchte man umdrehen, zu sagen, wir wollen ja aktiv an den Kunden herangehen, neue Produkte mit rausgeben und das möglichst schnell im Markt auch verbreiten können. Also das heißt, die Frequenz steigt dort entsprechend immer weiter. Ich hatte gerade schon gesagt, die sind international tätig. International passierte auch immer mehr. Also das ist, am Anfang war das so, dass es sich hauptsächlich um Europa gedreht hat. Mittlerweile sind die Kataloge noch viel weiter verteilt und auch solche Themen wie ein BME-Cut sind auf einmal auch in Ländern wie in Afrika auf einmal spannend, was vorher auch nicht der Fall war. Aber das passiert eben auch immer mehr. Damit natürlich mehrsprachige Kataloge, also ob das jetzt innerhalb von einem Katalog ist, der halt mehrsprachig ist, oder ob eben auch die Landesspezifika mit den verschiedenen Landessortimenten auch gezogen werden müssen, mit landesspezifischen Attributen gezogen werden müssen, also das passiert natürlich immer weiter. Assets sind auch individuell, das heißt nicht nur landesspezifisch, sondern zum Teil auch für Kunden. Ne? Das heißt, da gibt es produktspezifische Informationen, auch die dann halt für Kunden entsprechend auch nur gezogen werden. Und einer der wichtigen Sachen, weswegen wir auch mit auf das Thema von heute gekommen sind, ist eben, dass Kunden die Daten auch in Echtzeit haben möchten. Das heißt, ich möchte jetzt Daten von dir bekommen und dann möchte ich auch sagen, okay, gib mir bitte die Daten zu dem Produkt und zwar genau jetzt mit allem, was ich halt haben möchte. Und zwar so, wie ich das auch haben möchte, möglichst individuell. Und dann haben wir nachher auch nochmal Internet hier drauf schon eingerichtet. Kriegen wir gleich hin. Dann zeigen wir das auch mal live, wie sowas aussehen kann in einem System, wie man so etwas auch tatsächlich sehr einfach auch individualisieren kann. Genau, das mal zu den Hintergründen. Was ist bei Hellermann Titan eigentlich wichtig und was sind Anforderungen, die der Kunde dort bedienen möchte? Und dort sind wir mal hingegangen und gesagt, okay, wir checken das mal mit den Anforderungen, die wir jetzt bei diesem Kunden haben, aber auch bei anderen Kunden haben, gegen diese Machtprinzipien, die da sind, nochmal hier nochmal zusammengeführt. Und wir gehen mal so durch die einzelnen durch und schauen mal, dass wir für die verschiedenen Bereiche, wir fangen mit den Microservices an, einfach mal schauen, okay, was sind da denn für Kundenanforderungen eigentlich hinter und was heißt das eigentlich, wenn wir uns jetzt um Microservices kümmern. Wir haben jetzt keine ganz harte Definition dafür raus. Microservices, im Endeffekt ja gesagt, wir haben vorher ein großes monolithisches System. Wir verteilen das ganze System in verschiedene kleine Aufgaben, also kleine Services, die miteinander interagieren können. Das heißt, was nachher die Aufgabe ist, solche verschiedenen Services zu orchestrieren und miteinander zu verbinden. Und wenn wir uns das mal ansehen, dann kann das
im Rahmen von Produktdaten in dem Umfeld, wo wir sind, entsprechend dann auch, können das verschiedene Bausteine sein. Das können, ich habe jetzt hier ERP geschrieben, als kleinen Microservice, aber wenn wir das mal aus unserer Sicht der Produktdaten betrachten, dann ist das einfach eine Quelle von Daten, wo ich mir Informationen mit rausziehen kann. Das Sortiment des Kunden kann ich mir dort rausziehen. Das ist im Prinzip aus meiner Sicht, aus meiner Produktdaten, denke ich jetzt einfach nur ein Service, aus dem ich mir Daten ziehen kann. Das ist natürlich beim PIM genauso, mit den Assets und so weiter. Aber das kann auch ein Service sein, wo ich das Ganze nochmal als REST-API wieder bereitstelle. Dann merkt man auch, dass diese Dinge natürlich alle miteinander verbinden. Also wenn ich einen Service habe, dann hat er auch eine API, wo ich ihn ansprechen kann. Also sind diese Dinge auch in diesem Machtprinzip auch miteinander verbunden. Aber Prüfung von Daten. Ne? Ich weiß nicht, ob jemand FabDies liefern muss. Dort kann ich eine API bedienen. Das heißt, dort kann ich meine Daten hinschicken. Dann werden die Daten geprüft und ich bekomme den Prüfreport zurück. Ne? Ähnliches passiert, wenn ich bei Amazon hochlade. Dort habe ich ganz tolle, verschiedene, ganz lustige APIs. Auch nicht immer so perfekt dokumentiert und nicht immer ganz korrekt. Aber Amazon darf sich das einfach erlauben. Die stellen auch entsprechende Services bereit. Ob ich jetzt bei Shopware was hochlade oder ob ich ein entsprechendes Datenmapping benutze. Ne? Also nehme diese Daten, transformiere die in was anderes. Sind verschiedene Services, die ich nutzen kann und die ich im Prinzip nachher alle aufeinander aufbauend mir orchestriere. Ne? Und was passiert jetzt nämlich als nächstes? Das heißt, ich baue mir jetzt verschiedene Anwendungen daraus. Ich nehme mir also verschiedene von diesen Services, hänge die in unterschiedlichen Konstellationen zusammen, um zu einer neuen Anwendung zu kommen. Ja, und solche Anwendungen können halt ganz unterschiedlich sein, je nachdem, wie man das Ganze aufbauen möchte. Als Beispiel haben wir mal so was genommen, wo wir sagen, wenn wir die Daten bei Amazon hochladen möchten, brauchen wir Daten aus dem ERP, wir brauchen Daten aus dem PIM, wir brauchen eine Prüfung, damit die Daten da schon vorher mal valide gelaufen sind, möchten gerne ein Reporting haben, hat das alles funktioniert, wenn wir die Daten hochgeladen haben. Wir haben auch ein Mapping, weil die Daten, die wir da haben, erstmal in das Amazon-Format gebracht werden müssen. Wir brauchen so etwas wie ein Workflow, dass wir die Informationen auch hintereinander entsprechend abarbeiten können und am Ende werden die Daten hochgeladen. Das heißt, so baue ich mir verschiedene Services, die ich nutzen kann und nehme diese und baue mir damit im Prinzip mein Programm zusammen. Das können unterschiedliche Dinge auch sein. Also wir können ja sagen, wir orchestrieren das nochmal ganz anders, nehmen ein paar andere Informationen zusammen und können im Prinzip ein Asset-Download-Portal daraus machen. Wir bauen uns also eine UI. Eben hatten wir was ohne UI. Dann kommen wir nachher nochmal zu dem Headless-Thema. Also hier haben wir eine UI mit dabei und nehmen Daten aus dem PIM und die Assets und möchten die nachher entsprechend dann einfach als Download mit zur Verfügung stellen. Also baue ich mir eine andere Anwendung zusammen, obwohl ich zum Teil gleiche Komponenten benutze. Das heißt, den Service hier vom PIM, den nehme ich entsprechend mit und stelle den für verschiedene Anwendungen entsprechend noch bereit. Wie kann das dann aussehen? Das heißt, das ist jetzt alles immer etwas technisch, aber so könnte dann so ein Download-Portal aussehen. Das heißt, wir nehmen jetzt hier Produkte, die wir einfach anklicken können und sagen, okay, die können wir halt entsprechend downloaden. Und das als Beispiel dafür, im Hintergrund sind eben verschiedene Services da, die genutzt werden. Und es ist jetzt, und das ist im Prinzip auch der Unterschied dabei, dass ich eben solche verschiedenen Services da habe, die entsprechend auch unterschiedlich skalieren können. Das heißt, das ist ein großer Vorteil von den Services, die ich habe, dass ich nicht eine große Anwendung habe, die ich nur immer weiter hochskaliere, sondern wo ich entsprechend auch sagen kann, ich habe einzelne Services, die entsprechend für sich entsprechend skalieren. Das heißt, gerade wenn ich zum Beispiel Bilder transformiere, dann ist das durchaus mal rechenintensiv. Dann kann ich dort mir auch entsprechend Rechenkapazitäten zusammenziehen, die genau diesen Service halt gerade verstärken und andere Services, die gerade nicht gebraucht werden, nutzen halt weniger Rechenkapazitäten. Und damit skaliert so eine Anwendung nochmal in einer ganz anderen Dimension. Ich mache das bei Headless als Beispiel. Okay, genau. Das ist gut, haben wir hier noch was dahinter? Nein, das passt soweit. Das heißt, ich habe gerade schon gesagt, die Themen hängen natürlich zusammen. Das heißt, wenn ich solche Services habe, dann sprechen die natürlich üblicherweise über eine API. Das heißt, dann kommen wir zu dem nächsten Punkt, wie kann so eine Logik für APIs aussehen? Insbesondere, wenn wir nochmal über das Thema Produktdaten auch reden und das Ganze haben. Das heißt, wenn wir unsere Produkte denken, dann denken wir die auch, und das steckt ja mit dahinter auch in, als API first, wie man das so schön sagt. Also wir designen zuerst die API und danach wird programmiert. Das hat verschiedene Vorteile auch, weil diejenigen, die mit der API sprechen müssen oder die API bereitstellen müssen, die können parallel arbeiten. Sonst müsste der andere erst das fertig machen und am Ende sagt er, okay, das ist meine API. Sondern wenn ich API first denke, dann designe ich zuerst die API und beide Kollegen können einfach direkt schon damit arbeiten. Und das ist etwas, wie wir unsere Produkte denken. Aber spannender ist eigentlich zu sagen, okay, ich möchte diese Daten
Daten aber auch an meine Kunden entsprechend bereitstellen, ne? Und entsprechend einen Service haben, wo der Kunde die Daten auch so bekommt, wie er die hätte. Deswegen kann ich natürlich in Anwendungen wie hier hinten, KundeServe kann das auch, sagen, ich kann hinten mir entsprechend eine API designen, auf die entsprechend mein Kunde auch zugreifen kann. Und das ist dann auch so, dass man dort entsprechend dann einen Service in Richtung des Kunden auch bereitstellen kann. Wie kann das aussehen? Also bei Hellermann Titan passiert das zum Beispiel, dass die sagen, oder nicht Hellermann Titan, sondern ein Kunde von Hellermann Titan sagt, aus Skandinavien in dem Fall, sagt, ich hätte gerne die Daten von dir in Echtzeit. Ja, und das heißt, da gibt es irgendwo so einen König-Kunde, der halt sagt, okay, ich brauche von dir jetzt meine Daten. Und Hellermann Titan sagt, ja, wir haben bei uns ja die Daten. Ja, das auf der einen Seite gibt es ein ganz großes PIM-System, da gibt es noch ein kleines ERP-System dazu und tatsächlich gibt es an vielen Stellen auch noch den Vertriebler, der sagt, hey, der Kunde soll jetzt diese Preise haben. Und das passiert dann gerne mit einer Excel-Liste. Muss aber nicht so sein, aber es gibt hier die Möglichkeit noch so Content-Enrichment zu betreiben mit einer Excel-Liste, die mit dazu gespielt wird. Und diese Daten zusammen soll der Kunde nachher bekommen. Wie soll das jetzt passieren? Also wir können jetzt, auf einer Seite möchte man nicht, dass der Kunde direkt auf das ERP-System zugreift. Viele wollen auch nicht, dass direkt auf das PIM-System zugegriffen wird, sondern ich möchte irgendwas dazwischen haben, dass der Kunde nicht direkt darauf arbeitet, ob es dann langsamer wird oder ob es ein Sicherheitsthema ist. Da gibt es verschiedene Gründe dafür, dass das halt passiert. Wir sagen halt, okay, wenn wir so etwas haben, dann stellen wir unsere Software entsprechend dazwischen. Hier sieht man so eine Mapping-Oberfläche, ist jetzt gar nicht so ganz spannend. Das heißt, ich habe Daten auf der linken Seite, die sich aus den verschiedenen Quellen hier bedienen, verheirate diese Daten und stelle diese jetzt bereit. Gucken gleich mal live in so ein System rein, wie das Ganze aussehen kann. Und wir stellen dem Kunden dann an der Stelle tatsächlich die Daten dann über eine entsprechend definierte API, die ich halt selber hier so definiert habe, stelle ich dem Kunden bereit. In dem Fall jetzt JSON, könnte aber auch ein anderes Format sein. Und was halt ganz, ganz wichtig dabei ist, dass ich halt nicht nur sage, hier hast du jetzt die Daten und guck mal und komm damit klar, sondern wir generieren an der Stelle dann auch gleichzeitig für den Kunden eine Open-API-Beschreibung, das heißt eine technische Beschreibung, wie diese API tatsächlich auch aussieht, hilft dem Kunden dabei, seine Anwendung viel einfacher zu gestalten, weil klar ist, okay, die API stellt halt genau das bereit. Die Datenstruktur sieht genau so aus und damit kann ich, das sind die verschiedenen Endpoints, die ich habe, die Funktionen, die ich da entsprechend mit hinterlegen kann und genau das stellen wir halt dem Kunden dann mit bereit, sodass der Kunde sehr einfach damit dann auch arbeiten kann. Genau. Das soweit dazu, wie das aussieht. Wir schauen uns das gleich mal tatsächlich mal live an, wie schnell sowas gehen kann. Und gucken uns den nächsten Bereich an. Ich hatte gerade schon gesagt, dass es schon spannend ist, die verschiedenen Services zu haben, damit das Ganze auch skalieren kann. Das ist ja auch etwas, wo man die Daten in die Cloud packen. Ne? Und was meinen viele damit? Wir haben irgendwo einen Server und wir bringen die Daten jetzt auf einen Server, der nicht mehr bei uns steht, sondern woanders steht. Das ist nicht Cloud. Sondern Cloud heißt entsprechend, dass Anwendungen tatsächlich auch atmen können. Das heißt, wenn ich so ein System habe, gerade wenn wir so ein System mit Produktdaten haben und wenn dort Kataloggenerierungen laufen mit vielen Bildern dabei, dann sind das Prozesse, die gerne auch mal ein paar Stunden laufen können. Wenn wir da noch ein paar hundert von machen, dann passiert da was auf dem System. Aber die Tage danach passiert gar nichts. Da ruhen die Systeme und eigentlich können die sich hinlegen und schlafen. Und eigentlich können die sagen, okay, ich drücke auf den Knopf, schalte den Server aus und der kann ein bisschen parken. Das passiert so nicht, aber eigentlich ist eine Cloud-Technologie eben genauso gedacht. Ich habe ein System, das erstmal nur da ist in den Minimum-Anforderungen. Ich höre mal, ob jemand eine Anforderung hat. Und wenn der Kunde, der da gerade rechts war, der anspruchsvolle Kunde, sagt, ich hätte jetzt gerne Daten. Oder wenn der Vertriebler sagt, hey, mein Kunde braucht jetzt neue Daten und ich drücke auf den Knopf und es wird hochgeladen oder die Daten werden bei Amazon hochgeladen, dann sollen sich die Rechnerkapazitäten entsprechend hochfahren und dann wirklich auch ganz viel. Nicht nur das, was der normale Server kann, sondern möglichst noch viel mehr, alles, was irgendwie gerade verfügbar ist, entsprechend bereitstellen und das entsprechend dann zu nutzen, um wirklich eine Skalierung auch zu erreichen von Anwendungen. Und dann wird es spannend. Und dann macht Cloud auch Sinn. Ich glaube, bei vielen ist heute so, ja, es muss irgendwie in die Cloud, es wird gemacht und es muss am besten noch bei Azure drauf. Das ist auch alles gar nicht wirklich billig. Aber wenn ich es echt richtig nutze, so wie ich es gerade beschrieben habe, in der Zwischenzeit nutze ich gar keine Kapazitäten und es ist nur ganz minimal, dann zahle ich dort auch nicht viel. Und in dem Moment zahle ich natürlich richtig viel, wenn die Systeme anfangen zu arbeiten. Dann rechnet sich so eine Cloud aus meiner Sicht schon viel, viel mehr. Es gibt auch ein paar andere Gründe dafür, aber für das, was eigentlich dieses Teilen von Rechenkapazitäten ausmacht, ist da eigentlich ganz spannend. Ja, natürlich.
Sie müssen ja schauen, was Sie müssen Ihre Anwendung kennen und Ihren Bedarf kennen. Sie müssen im Prinzip einfach wissen, sag mal, wie oft läuft das Ganze da. Also wenn man sich einmal das System analysiert und schaut, wie oft wird das denn genutzt, wie oft laufen jetzt solche Prozesse, wie oft wird das gemacht. Und dann kann ich natürlich auch schauen, welche Kapazitäten sind dafür notwendig. Ne? Und wenn ich wirklich eine Anwendung habe, die auch atmen kann, also die überhaupt in der Lage ist, das zu können, es gibt ja viele Anwendungen, die das auch gar nicht können, ne, dann hilft das auch nicht. Ne? Dann kann ich nur sagen, okay, dann kriegt er so viel, wie er braucht und fertig. Aber wenn die wirklich atmen kann und sich für solche Katalogprozesse parallelisiert und sich neue Rechnerkapazitäten auch holen kann, dann kann ich das machen. Aber das Wichtige ist eigentlich, Sie müssen Ihre Anwendung einmal kennen. Was braucht die? Ne? Und wie oft wird die benutzt? Wie oft wird die gestartet? Wie ist das heute? Was erwartet man da in Zukunft? Das sind ja auch Prozesse, die sich verändern. Das ist ja nicht immer gleich, sondern das lebt ja auch. So ein Elementheiten hat mal angefangen mit 12 Katalogproduktionen im Jahr, also elektronische Kataloge jetzt dabei. Und sind keine Ahnung, bei wie viel 100 das jetzt mittlerweile so ist. Und das sind Dinge halt, die auch wachsen. Ja. Aber Sie müssen die Anwendung, wenn Sie jetzt, je nachdem, was Sie für eine Anwendung haben, wenn Sie sagen, Sie haben jetzt um was für ein System geht es bei Ihnen? Dann, ja. Ja. Meine Frage zielt jetzt mehr auf die Rechnerinfrastruktur. Genau. Es gibt ja heute meistens schon irgendwas, wo das übers ist, dass man die Anwendung ausprobieren kann und daraus kann man das auch dann ableiten. Hier steht Cloud Native, das heißt noch ein bisschen mehr, ne, als das, weil das eine ist ja das erste überhaupt für die Cloud bereit zu machen. Cloud Native heißt im Endeffekt auch, dass ich das egal auf welcher Cloud-Plattform laufen lassen kann. Hat man nicht sogar ein Bild dazu? Ich glaube ja. Nee, das war das andere. Wo sind denn die ganzen Bildchen? Egal. KI. Die KI hat es weggezaubert. Eigentlich wären hier noch die Logos von den Anbietern. Also ob das jetzt eine Azure Cloud ist oder Google oder ähnliches. Und ticken halt doch ein bisschen anders. Ne? Und ob es jetzt mal eine eigene Cloud ist, die man jetzt aufbaut, wenn man sich selber einen Kubernetes-Cluster dahinstellt oder ähnliches. Das sind Dinge, halt, die durchaus immer ein bisschen unterschiedlich funktionieren, aber Cloud Native würde eben eigentlich vom Anspruch her bedeuten, ich kann das einfach woanders hinziehen. Also ob ich jetzt von Azure nach Google ziehe oder in mein eigenes Rechenzentrum, dass ich einfach sagen kann, das muss dann entsprechend funktionieren und die Anwendung auch so zu bauen. Gar nicht so einfach, gehört ein bisschen was dazu, aber das sind eben Dinge, die man dann auch sicherstellen muss. Hat auch eben den Charme, dass ich dann auch Kosten, wenn man sparen kann, ich sagen kann, okay, der Cloud-Anbieter ist mir zu teuer, ich will was anderes, ich brauche einen anderen oder mir ist noch wichtiger, noch einen Anbieter zu nehmen, der nur in Deutschland unterwegs ist, wo ich das auch sicherstellen kann, dann muss ich eben das entsprechend noch prüfen und die Flexibilität in der Software haben, auf unterschiedlichen Cloud-Plattformen auch laufen zu können. Das noch ein Bildchen dazu, wie sowas aussehen kann. Also wenn man sich so eine Rechnerlast mal ansieht, oder in dem Fall jetzt hier die Auslastung davon, dann vom Speicher, da passiert die ganze Zeit gar nichts und auf einmal passiert dann richtig viel. Und in der ganzen Zeit kann ich mir eigentlich die Kosten sparen für die Server, die ich da habe und nur hier brauche ich es eigentlich. Das darf dann auch teuer sein, aber für den anderen Spaß brauche ich eigentlich nicht die ganze Zeit die Kosten zu zahlen. Ne? Und das kann man sich einfach mal hinschauen, wie man das Ganze am besten für sich organisiert. Ne? Und bei vielen Anbietern ist mittlerweile auch egal, es viele Lösungen werden das Software as a Service angeboten, da muss man sich ja selber gar nicht drum kümmern. Ne? Aber für den Anbieter ist es natürlich trotzdem spannend zu sagen, ich muss nicht für jede meiner Anwendungen das haben, sondern wenn ich dort hunderte von Kunden auf meiner Infrastruktur habe, dann kann ich das auch verteilen. Also machen wir das auch. Wir haben unsere Anwendungen, wenn wir die dort als Software as a Service haben, dann teilen die sich halt die Kapazitäten. Als wenn jeder sich das für sich selber hosten würde, müssten wir viel mehr Energie da reinstecken. Ist dann auch nicht so nachhaltig, als wenn wir einfach sagen können, wir teilen die Kapazitäten auf die verschiedenen Anwendungen. Und so können wir das dann auch nutzen. Genau. Jetzt kommt gleich dein Bereich. Gut aufgepasst. Genau. Letzter Bereich. Headless. Das ist, damit ist nochmal gemeint, zu schauen, dass Anwendungen halt auch entsprechend ohne entsprechendes direktes Bedienerkonzept funktionieren müssen. Ich muss sie auch steuern können, ohne dass ich direkt jemanden vor dem Bildschirm habe, der das entsprechend steuert. Also ich muss auch ohne eine UI das Ganze starten können. Das können ganz triviale Sachen natürlich sein. Also ich sage, okay, ich habe jetzt einfach einen zeitgesteuerten Prozess, also nur einen Cronjob, der ist im Prinzip ja auch headless, da passiert erstmal nichts.
Aber es könnte eben auch sein, dass wir sagen, okay, wir haben für sowas dann regelmäßige Preisupdates, die einfach durchlaufen, oder Bestandsupdates, die man bei Amazon oder in den Shop hochladen muss. Dann sind das Prozesse, die natürlich einfach zeitgesteuert laufen. Ist natürlich der triviale Teil. Spannender ist dann eigentlich, wenn man solche Anwendungen auch baut, was Kunden dann, wie die auf uns zugekommen sind, wie sie so etwas wie eine Kataloggenerierung eigentlich auch headless betreiben wollen. Also die haben eigentlich dann keine Oberfläche mehr von uns. Die könnten die dazu aktivieren, brauchen die aber nicht, sondern die haben eigene Software, die haben eigene Portale, in die das Ganze integriert ist. Und wenn wir so einen Kunden vorstellen, der das Ganze möchte und der jetzt nicht, also der Kunde unseres Kunden wieder, der sagt, bei Hellermann-Titan jetzt oder bei Hellermann-Titan läuft das nicht so, sondern bei einem anderen Kunden, der hätte gerne sein Sortiment mit seinen 1000 Produkten, der hätte gerne einen 65 Zeichen Kurztext haben, keine HTML-Formatierung drin, da möchte noch eine finnische Erweiterung haben, ETIM-9 Klassifizierung und diese tollen Freistellerfahrtbilder möchte er auch noch mit geliefert bekommen haben, und das Ganze bitte jetzt sofort, ne? Und alles nur das, was tatsächlich auch geändert worden ist. Solche Anforderungen können die Kunden dann selber definieren, das heißt, die definieren das in dem Fall in einem Portal des Kunden, in dem Fall ist das jetzt ein B2B-Portal, Shopware, glaube ich, an der Stelle. Genau, und dort sagt er eben, ich hätte gerne diesen Katalog, und im Hintergrund wird dann unsere Software gesteuert, also in dem Fall dann eben headless. Das heißt, im Hintergrund wird der Katalog generiert und wir liefern das Ganze entsprechend zurück in das Format. Und das können natürlich ganz unterschiedliche Integrationen sein. Das heißt, das kann auch eine Integration sein in verschiedenste Portale. Ja, und wir haben das hier nochmal dargestellt, wie das ein Hellermann-Titan zum Beispiel auch macht. Die machen das etwas anders, aber die sagen halt, ich kann mich hier als Kunde erstmal einfach registrieren und ich bekomme gar nicht mit, dass da im Hintergrund noch irgendwie eine andere Software von läuft. Die läuft hier ganz unten drunter im Hintergrund und wird entsprechend nur gestartet. Ne? Und die Daten werden zurückgeliefert, bis der Kunde diese Daten in seinem Portal auch wieder zur Verfügung gestellt bekommt. Und das können halt ganz unterschiedliche Dinge sein, die das steuern können. Das muss ja jetzt, in dem Fall ist es jetzt einfach eine Homepage, aber das könnten auch verschiedene PIM-Systeme sein, in denen man so eine Kataloggenerierung mit integriert, dass einfach nur die Funktion genutzt wird und die Daten, das Ergebnis entsprechend einfach wieder bereitgestellt wird. Genau, also den zensierten Kundencase. Das ist von der Entwicklung eigentlich ziemlich spannend gewesen, weil er auch gesagt hat, okay, wir haben, also der Status war, wir haben gerade eine WordPress-Seite für unsere Händler, ja, und die Händler können sich dort einloggen und wir aktualisieren jeden Monat die ganzen Excel-Dateien oder gezippten Dateien mit Bildern, aber halt einmal im Monat. Da wurde dann jemand bereitgestellt, der sich am Ende des Vormonats eine Woche Zeit genommen hat, der hat alle Tabellen aktualisiert, alle Bilder neu zusammengestellt, dann wurden diese ganzen Pakete wurden auf die WordPress-Seite gepackt, ja, und dann konnten die Händler halt ihren BME-Cut oder die Bilder halt darunter laden. So, und da sind die den nächsten Schritt dann gegangen und haben gesagt, okay, wir bauen jetzt einen Shopware 6 auf, einen Shopware 6 Shop, ja, den als Kundenportal bzw. als Händlerportal, also da gab es keinen Checkout, sondern letztendlich ist es einfach nur ein Informationsportal gewesen, wo es aber dann einen Bereich gab, der sich irgendwie PIM nannte. Ja. Da konnte man erstmal durchscrollen und sich so ein paar Artikeldaten angucken. Und der nächste Bereich war tatsächlich dann die Erstellung von elektronischen Katalogen. Ja. Und da boten sie dann an, jetzt, oder bieten sie jetzt an, eine BME-Card, eine Excel, eine CSV oder eine JSON, was auch immer der Kunde halt haben will. Und der Kunde kann sich auch zusammenstellen, welche Informationen möchte er entsprechend jetzt in diesem elektronischen Katalog drin haben. So. Und da haben wir Katalog Express Headless integriert. Ja? Also der Kunde selbst hatte da auch keine Oberfläche, weil er hat gesagt, brauche ich nicht, das ist eigentlich nur halt ein Service. Ja? Der wurde über die REST API und unserem Shopware 6 Connector mit Shopware dann verbunden. Und der Katalog Express holt sich dann im Hintergrund halt die entsprechenden Daten aus den Quellsystemen, baut dann den Katalog und stellt den dann über Shopware letztendlich wieder bereit. Das heißt, wir haben da so ein paar Services schon drin gehabt, aber eben keine Oberfläche, keine UI. Und dann kam irgendwann jetzt die nächste Abteilung hinzu, die gesagt hat, ja, wir haben letztendlich eigentlich ähnliche Anforderungen, aber aus einem anderen Kundensegment.
Ja, die brauchen auch BME-Cards, aber dann noch mit ETIM mit da drin. Das brauchten die anderen halt nicht. Und die müssen wir aber von uns aus aktiv rausschicken können. Und wir wollen den BME-Card aber auch selbst machen und individualisieren, weil die Kunden, die wir damit bedienen, die können das nicht oder wollen das nicht, aus welchen Gründen auch immer. Ja, und dann haben wir im Prinzip diesen Service der UI mit reingebracht, ja, haben den einfach mit angeflanscht über die REST API, um noch so ein paar Machtprinzipien reinzuwerfen. Und letztendlich ist das dann das ganze Konstrukt geworden, ja, wo sie mehrere Services vom Katalog Express jetzt nutzen in unterschiedlichen Konstellationen. Ja, ob es jetzt eben headless ist, ob es mit der Oberfläche ist, ob es ein Connector ist zur Shopware. Ja, und so bedienen sie halt verschiedene Kundensegmente, entweder eben über den Weg, dass der Kunde sich selbst die Daten abfragen kann oder sich auch selbst zusammenstellen kann, oder dass sie eben aktiv selbst die Daten zusammenstellen und dann zum Kunden bringen. Genau. Gut. Genau. Ja. Wolltest du hier noch was zu? Ja, also wenn du einen weiterklickst. Ja. Genau, also letztendlich ist das das Szenario, was man sich, glaube ich, am besten vorstellen kann. Wir haben diverse Eingangskanäle, diverse Ausgangskanäle, beziehungsweise Channel-Kunden, wie auch immer man das nennen will. Feeds heißt es manchmal. Also so den einheitlichen Begriff gibt es da, glaube ich, gerade noch nicht. Und wir stellen halt den Katalog Express mit den entsprechenden Voraussetzungen für die entsprechenden Szenarien dazwischen. Genau. Und wenn wir uns nochmal die Herausforderung von Anfang angucken, was hat jetzt der Herr Lamantheiten an Wünschen gehabt und was haben die Kunden eigentlich davon gehabt? Da sind wir halt, wenn man sich das anschaut, wir können damit genau diese Kundenanforderungen bedienen oder auch für den anderen Case. Das heißt, die Kunden klicken sich ihre Anforderungen selber zusammen. Das heißt, dann ist der Kunde auch so individuell abgeholt, wie das Ganze entsprechend möchte. Wir können die Frequenz steigern, wir haben diese Anforderungen, die wir haben, eigentlich für den Kunden entsprechend auch genauso bedient und können damit auch die... Ist das der Timer für noch 5 Minuten? Guten Morgen. Genau. Für uns, und das ist auch ganz eigentlich das aus unserer Sicht eigentlich der spannende Teil, wenn man solche Prinzipien entsprechend so umgesetzt hat, und das haben wir gerade ja auch gesehen, der Kunde ändert auf einmal seinen Bedarf und sagt, okay, ich möchte jetzt auf einmal die Anwendung jetzt headless bedienen können. Dadurch, dass wir die Architektur so aufgebaut haben, ist es für uns kein Problem, weil die Anwendung sowieso mit APIs kommuniziert, also kann ich die auch headless steuern. Also wenn wir es intern können, also unsere Oberfläche macht auch nichts anderes, als eine API aufzurufen. Das heißt, die kommuniziert über den gleichen Weg, also kann das auch ein Externer machen. Und das ist, wenn ich solche Architekturen so aufgebaut habe, bin ich halt super flexibel damit und kann eben auch verschiedenste Anforderungen bedienen. 5 Minuten haben wir noch. 5 Minuten haben wir noch. Dann... Jetzt reingehen, ne? Dann sollten wir noch einmal in das System reingucken. Wolltest du noch der? Ja, genau, machen wir die nächste Folie. Noch ganz kurz dazu, ja, weil ihr alle irgendwie veranstaltungsbegeistert seid. Dienstleister dürfen leider nicht teilnehmen. Ich nehme sie direkt alle raus, bevor wir Anmeldungen kriegen. Hersteller, Händler, Endanwender, herzliche Einladung zur Produktdaten-Gaudi in Sundern auf einer Alm. Ja, die Kollegen von Content Service sind dann auch wieder zu begrüßen. Der Michael, der Gerd, der Egon. Genau, die Kollegen von Akeneo, von Via Medici als PIM-Anbieter noch in meinen Cloud, Print natürlich auch. Ja. Und Shopware, wir machen das Ganze zusammen mit der Valantik, dieses Jahr zum zweiten Mal. Ist am Arsch der Welt. Ja, also ja, da hat man seine Ruhe und kann tatsächlich auch ein bisschen entspannen und das Produktdatenthema auch mal in einer etwas anderen Atmosphäre genießen. Das Wichtigste ist hier, ja, den Code entweder jetzt abfotografieren oder merken und am besten schnellstmöglich anmelden. Ist schon in einem Monat, es gibt nur noch ein paar Plätze. Du darfst jetzt aber. Soll ich mir geben? Ja. Gibt es irgendwo noch Fragen in der Zwischenzeit? Seid ihr Mitglieder der Mach Alliance oder nicht? Nein. Ehrlich gesagt, die Prinzipien dahinter, alles gut, verstehe ich auch. Das macht Sinn. Diese Mitgliedschaft finde ich unverschämt teuer dafür, dass man das macht. Aber wir haben gestern schon erfahren, es gibt tatsächlich, wird das mittlerweile in einigen Ausschreibungsprozessen mitgefordert, dass das da drin ist. Und das finde ich schon
Schon Wahnsinn, das haben die relativ schnell geschafft, da relativ eine Geldmaschine rauszumachen. Ja, wir sind schon seit 2 Jahren Mitglied als Dammbänder dort und waren der erste Dammmitglieder davon. Damals war es noch einfach, aber jetzt ist es komplizierter. Also komplizierter und teurer. Aber die machen schon ganz schön Geld damit. Und die führen dann aber auch, vielleicht ja auch interessant, die führen dann wirklich auch Zertifizierungen dann mit durch, um das alles sich zu prüfen. Getestet, hast du Experten, die dich deine APIs angucken, die Doku, Feedback geben. Wie gesagt, vor 2 Jahren war es noch machbar, jetzt ist es wahrscheinlich noch schwieriger. Okay, und dann jährlich zertifiziert dann? Okay. Wolltest du uns mapping? Ja, genau. Wir machen das mal ganz auf die Schnelle, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ne? Genau. Also bei uns geht es eigentlich um Profile. Ja, das könnte jetzt Kunde ABC sein. Ja. Und dort definiere ich innerhalb dieses Profils, was will er für Daten von mir haben. Ja. Das heißt, ich definiere hier links meine ganzen Eingangsquellen, also die Kombination möglicherweise aus PIM, ERP und vielleicht einer Excel-Liste. Und hier rechts kann ich das entsprechende Zielformat nehmen. Ja, wir hatten jetzt eben von Shopware gesprochen, es kann aber halt auch hier irgendwie ein Amazon sein. Wenn ich das jetzt einfach mal hier auswähle, ja, dann habe ich hier die entsprechende XML-Struktur, die Amazon letztendlich an ihrer API erwartet. Ja, und dann kann ich jetzt hier, ich nehme mal jetzt hier, wo ich weiß, dass da ein paar Daten auf jeden Fall drin sind. kommen aber nicht mehr, glaube ich. Bitte? Zum Laufen lassen werden wir jetzt nicht mehr kommen. Aber. Ja. Das war jetzt eine einfache CSV, die er jetzt gerade ausgelesen hat. Da haben wir jetzt halt eine Artikelnummer, Description und noch so ein paar andere Informationen. Ja, und dann kann ich die Daten entsprechend hier, ich sage jetzt mal mappen. Ich mappe jetzt gerade wahllos. Ja. Also das macht jetzt alles keinen Sinn, was ich da gerade mache. Aber mit diesen Anfassern entsprechend definiere ich, welche Werte aus meiner Quelle werden mit den, oder die Attribute von Quelle und letztendlich Ziel kombiniert. Kann mit verschiedenen Funktionen und Zusammenführen von verschiedenen Feldern, aber natürlich auch von verschiedenen Quellen, die ich dann eben miteinander verheiraten will, mit allen möglichen Logiken, die man mit reinnehmen kann. Genau. Wir können noch Prüfungen hier hinterlegen, sowohl im Mapping als auch hier. Hier sind es eher so diese Standardprüfungen, da wir stark aus dem Industriebereich kommen. Das ist hier sehr viel mit BME-Kern und ETIM zu sehen. Ja, und hier bei der Distribution sind wir dann zum Beispiel hier unten. Also entweder nutze ich halt diese Services wie, also hier oben, wenn ich jetzt beispielsweise beim RKTO auf den SFTP-Server meine Daten pushen möchte, dann kann ich hier entsprechend meine Daten oder Zugangsdaten eingeben. Aber um letztendlich auf diese REST-API-Definition zu kommen, sind wir hier unten in dem Bereich. Genau, da kann ich jetzt einfach meinen Endpunkt benennen, wie möchte ich den gerne haben. Das heißt, für meinen Kunden, der, weiß nicht, wie der jetzt hieß, der Kunde ABC ist auch egal. Das ist einfach der Name von dem Endpunkt. Wir sagen hier so, und hier sind meine die Daten einfach entsprechend, die kann ich einfach benennen. Und ich kann dann hier noch sagen, okay, ich möchte über diesen Bereich über den Bereich Messages in meinem Profil. Das heißt, für jede Nachricht, die ich an Amazon übertrage, die kann ich nachher am Endpoint abfragen. Also das ist der Punkt, den ich dort nachher tatsächlich auch beim Abfragen der Daten bekommen kann. Hier kann ich noch verschiedene Strukturen in die URL mit einbauen, da kann ich halt sagen, okay, ich hätte hier noch den Bereich Data und dann möchte ich hier noch das API haben. Das ist nachher die URL, über die ich das nachher abrufen kann. Also die kann ich mir selber zusammenstellen, wie die nachher aussehen soll. Und ich kann hier auch noch sagen, okay, ich hätte gerne eine OpenAPI-Beschreibung dafür. Die kann ich noch entsprechend versionieren. Ich kann auch noch Richtlinien mit hinterlegen, dass man auch Policies mit hinterlegt, unter welchen Bedingungen darf ich diese Daten benutzen und weitergeben, dass ich das entsprechend noch abfragen muss. Und das kann ich hier einfach mit hinterlegen. Und im Endeffekt ist das alles, was ich tun muss, um zu sagen, okay, das ist jetzt die komplette Definition meines Endpoints. Ich lasse diesen Prozess laufen und der Endpoint ist entsprechend dann steht direkt tatsächlich zur Verfügung. Und mehr muss ich gar nicht tun. Und dann steht das Ganze so bereit, wie ich das gerade in dem Mapping auch dargestellt habe. Genau, das mal so im Schnelldurchgang. Nochmal kurz gezeigt, wie sowas tatsächlich aussehen kann. Nur 2 Minuten überzogen. Okay. Danke für eure Aufmerksamkeit.